Nee, das ist sehr schade, dass es nur so zwei mickrige Läden in Kakariko gibt. Ich hoffe... Ah, da hinten gibt es noch mehr. Oh, zum Glück. Was ist denn das hier? Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Doch du besitzt noch keine 4 Zeichen der Bewährung. Okay. Dann schenkt die mir wieder Kraft. Ein Rüstling. Mhm. Ja! Hier gibt's Kleidung, yeah. Hylia-Hose, Hammer an. Hylia-Gewand. Mhm. Hylia-Kapuze. Willkommen in der Boutique 2 Früchtchen. Der Ninja-Anzug, dort ist der Renner der Saison. Damit kannst du dich absolut lautlos fortbewegen. Ein Muss für jeden, der regelmäßig jagen geht. Dafür ist die Schutzwirkung nicht besonders hoch. Klitzekleiner Nachteil. 500. 700. 600. Ja, klar. Alles klar. Naja, hat alles nicht so wirklich einen großen... sieh dich nur in Ruhe um. Mit unseren modischen Sonderanfertigungen der Marke Klarko bist du stets im Trend. Möchte verkaufen. Du kaufst auch immer nur das gleiche Zeug, okay. Nichts. Lass mich in Ruhe. Können wir da reingucken? Hallo. Hier ist euer Gletis, Königin von Klatsch und Tratsch. Haltet ihr auch alle eure Ohren offen für die neuesten Neuigkeiten? Hier ist, was ich heute für euch herausgefunden habe. Der Liebesteich. Ein legendärer Ort, an dem man angeblich den Partner fürs Leben finden kann. Es lohnt sich, ihn zu suchen, auch wenn es lebensgefährlich ist. Gletis Empfehlung Punkte 5. Alles klar. Gibt's noch was? Sind wir gekommen? Ich weiß, dass es hier Kleidung gibt. Kann man klauen? Hm? Hohoho! In unserem Dorf gibt es nicht viele junge Kerle wie dich. Du bist aber nicht etwa einer von den Jäger, oder? Hohoho, das war nur ein Scherz. Du brauchst nicht so ernst aus der Wäsche zu schauen. Diejenigen, die der Verheerung Ganon ihre Treue geschworen haben, nennen sich Jäger. Sie greifen alle an, die sich Ganon entgegenstellen. Seit dem großen Erdbeben letztens sind sie sehr aktiv. Keine Angst, ich halte dich nicht für einen Jäger. So gut kann ich Leute gerade noch einschätzen. Nimm mir den kleinen Scherz nicht übel. Vielleicht kann ich es hiermit wieder gut machen. Einrüstungskürbis. Das hier ist Kakarikos Spezialität. Einrüstungskürbis. Ich habe ihn mit Hingabe großgezogen. Probier mal. Wenn du mehr wissen willst, komm gerne jederzeit bei meinem Feld vorbei und frag mich. Okay. Alles gut. Macht jetzt schon nichts. Okay. Also ist doch größer als ich dachte, aber... So wichtige Häuser oder sowas haben wir halt nicht mehr. Kann man auch übernachten, aber das war's auch. Hm. Schade. Gibt's hier wirklich nicht viel. Na gut.
Wer bist du? Das hier ist Impas Anwesen. Das ist doch... der Shika-Stein? Du bist etwa... Bitte verzeiht unsere Unhöflichkeit. Impa hat uns informiert. Bitte tretet ein. Gut so. Ein Mann! Oh? Der Shika-Stein? Seid ihr etwa der, von dem Großmutter immer spricht? Ich habe es nicht vergessen, ehrlich. Ich bin nur etwas nervös. Ich heiße Papaya. Puh, endlich ist es draußen. Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid, schon seit ich klein war, hat mir meine Großmutter von euch erzählt. Bitte, geh hinein. Meine Großmutter, sie wartet schon lange auf euch. Okay. Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lange her, sehr lang. Ein paar Jährchen mehr hab ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Ach, jetzt muss ich wieder reden. Was ist? Du siehst mich ja an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es, Impa. Erinnerst du dich nicht einmal mehr an meinen Namen? Das heißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren? Nun, vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Vor 100 Jahren. Ja, vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging. Du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Selbst machte sich auf, ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch, wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eines klar sein, du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemanden aufbürden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie dir nicht übermitteln. Bist du bereit, für sie zu sterben? Natürlich. Sieh an, sieh an. Du magst dein Gedächtnis verloren haben, aber du bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen.
Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mit Hilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden 4 gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules 4 herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bandschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Hundert Jahre ist es nun her. Um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die 4 Titanen. Die 4 Titanen, so nennen wir die antiken Kriegsmaschinen der Shikar. Sie wurden von den 4 Recken gesteuert, bevor sie Ganon zum Opfer fielen. Daruk vom Stamm der Garonen steuerte den Titan war Rudania. Revali von den Orni kontrollierte war Medo. Der Titan von Mipha, der Zora, nannte sich Faruta und Urbosa von den Gerudo steuerte Fa-Naboris. Ohne die Macht der Titanen wäre es aussichtslos, sich Ganon entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie uns von Ganon entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie uns zurückzuholen. Bei den 4 Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise auf ihren Verbleib? Das Licht des Shikar-Steins wird dir den Weg weisen, dorthin, wo du die Anführer der Völker treffen wirst. Doch dein Shikar-Stein ist nicht vollständig aktiv. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser und Gedächtnis in einem. Ich frage mich, vielleicht kannst du im Institut für Antikenforschung in Hateno Hilfe bekommen. Hateno? Der leuchtende Punkt im Osten ist Hateno. Das ist eines der wenigen Dörfer, die von den großen Verheerungen weitgehend verschont blieben.
Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Dieses Juwel bewahrt unser Stamm seit Generationen. Nicht einmal du darfst es so einfach berühren. Okay. Ja, was haben wir hier? Sorgenbuch. Oh, oh, sind es mehrere Seiten oder was? Zur ersten Seite. Was ist dir wichtiger, die Hühner oder ich? Mit diesen Worten stürmte meine Frau aus dem Haus. Oh nein, was hätte ich darauf antworten sollen? Der Meisterschütze. Oh nee. Das lese ich jetzt nicht durch. So, also, Nintendo bzw. Zelda Breath of the Wild hat ebenfalls versaut. Ja, ich kann es nicht verstehen, wieso Impa sich jetzt so verändert hat. So richtig, ich weiß nicht. Japanischer. Ja, einfach dieser japanische Style wurde dem Spiel jetzt nochmal angetatscht. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Ja, da hinten müssen wir als nächstes hin. Denn wir können jetzt nicht einfach mal hier durch die ganze Map latschen und den Rest einsammeln. Das geht ja nicht. Wenn man überlegt, wir sind jetzt von hier bis hierher gelaufen und haben jetzt ewig gebraucht, was das jetzt alles noch an Zeit kostet, die ganze Map zu erkundschaften. Oh Gott. Ja, mein Pferd ist auch weg. Blöd gelaufen, gell? Mhm. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal noch ein paar andere Häuser vorbei, in denen er halt kein Shop ist. Ja! Da hängt ein Bogen rum, kann ich da vielleicht einen mitnehmen? Nein, Spaß. 100 pro nicht. Hühner. Okay. Schauen wir mal hier vorbei. Ist da oben irgendetwas? Ah, zu weit. Ah, ja, klar gibt es da oben etwas. Komm, den machen wir gleich. Wenn wir schon hier sind. Manchmal verstecken sich unter Steinen kleine Tiere. Okay. Schlamm des Hasses. Ganon's Zorn hat dieses Wasser infiziert. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Taro Nihi. Lasse mich, ja, wie auch immer. Taro Nihi, Lehre. Ein Goshin-Schild. Dafür ist deine Tasche zu voll.
da drüben noch. Zanzin, Kurzschwert. Okay. Weiche Angriffe mit einem Sprung zur Seite aus. Nutze die so entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. Sprung zur Seite. Ziel erfassen, zur Seite und springen. Ah, okay. Weiche Angriffe mit einem Sprung nach hinten aus. Nutze die so entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. Rückwärtssalto. Ziel erfassen, nach hinten springen. Okay. Pariere zum richtigen Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild, um Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Perfekter Block. Pariere im richtigen Moment feindliche Angriffe. Schild heben, parieren. Au. Okay, das war richtig. Du kannst Kraft sammeln, um... und einen aufgeladenen Angriff ausführen. Triff möglichst viele Gegner damit. Was aufgeladenen Angriff? Dreh dich und greife großflächig an. Kraft sammeln, loslassen. Ja, das kennen wir schon. Du hast alle Lektionen gemeistert. Setze deinen Weg fort. Wächterschwert. Alter, geil. Genau sowas möchte ich zum Beispiel gar nicht kaputt machen. Was hat eine Stärke von 20? Alter, ist das episch. Merkt ihr jetzt was? Und genau das nervt mich jetzt. Das Ding geht auch irgendwann mal kaputt. Ein Opal. Toll. So, dann haben wir den Schrein auch erledigt. Du hast die, ja, ich bin der Auserwählte, bla bla bla, können wir überspringen. Zeichen der Bewährung erhalten.